Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. For those of you who don't understand German, this is a special video that's basically aimed at the German market. I'm going to show some air guns that are reduced in power to 7.5 joule, so they are absolutely not interesting for countries where you can have stronger air guns. Therefore, I will continue to speak German exclusively, and if you want to know more about the open version of these weapons, just use Google. There's a lot of videos about this. Thanks. So, also, nachdem ich jetzt meine englischsprachigen Zuschauer komplett vergrault habe, hier nun ein unglaublich interessantes Video mit, hoffe ich mal, mit Neuankündigungen von ungewöhnlichen Luftgewehren, die der Markt hier bisher so noch nie gesehen hat. Und wir fangen an mit der AEA Challenger Bullpup 50er Kaliber. Ich zeige euch mal die Features. Ja, also wie ihr seht, handelt es sich hierbei tatsächlich um eine F-Waffe. Mal gucken, ob meine Kamera fokussiert. Jawohl. Das ist aber ein F-Zeichen, das wir nur aufgebracht haben, weil wir es müssen. Eine von 5 Waffen, die wir der PTB vorstellen. Denn die PTB-Zertifizierung steht noch an. Wir müssen es ja so machen. So ist die Vorschrift. Das muss bereits so markiert sein wie die Serienwaffen. Verkaufen dürfen wir das aber natürlich erst dann, wenn die PTB das Ganze abgesegnet hat. 7,5 Joule, eine Waffe gedrosselt von der Nennleistung von 650 Joule. Und wie ihr seht, ist das ein absolutes Riesenbaby. Das ist eine Bullpup. Das muss es aber auch sein, weil stellt euch mal vor, das wäre eine normale Waffe, dann würde die ja so lang sein, dann würde das nicht mehr zu handhaben sein. Das Ding ist natürlich deshalb so fett, weil es ausgelegt ist für ganz andere Geschosse. Die hier schießt nämlich mit Gummikugeln. Das sind genau die gleichen Gummikugeln, ne? Fokussierkamera. Das sind die gleichen Gummikugeln, die es auch in den Umarex 50 Kaliber, so in der HDR 50, in diesem Gummirevolver gibt. Und die verschießt die aus dem gezogenen Lauf mit dem integrierten Schalldämpfer hier. Der Lauf ist deshalb gezogen, weil der normalerweise für Blei-Minier-Geschosse genommen wird. Das heißt also so schwere Bleibatzen, die es bei Vorderladern gibt. Da kann man sich auch Gießkokillen für kaufen, das ist also überhaupt kein Problem. Und dann natürlich nicht in der Version wie hier mit 7,5 Joule, sondern mit 650 Joule. Dann ist das Ding der absolute Hammer. Weil die Energie ist ja dann schon in dem Bereich von einer 44 Magnum oder so, vielleicht nicht ganz. Aber der Impuls ist furchtbar, furchtbar hoch, weil die Geschosse so affenschwer sind. Damit könnte ich dann auch auf 150 Meter noch Ziegelsteine zerschießen oder was weiß ich. Kann ich natürlich hiermit nicht, weil das sind ja nur Gummigeschosse. Und diese Waffe ist komplett überdimensioniert dafür. Die ist sowas von radikal überdimensioniert dafür. An dem Ding ist einfach alles riesig. Der Schalldämpfer, ja okay, der mag was bringen, aber das ist total egal, weil diese unglaubliche Schlagfeder in dem Ding, das ist so laut, dass man im Prinzip das überhaupt nicht mehr merkt. Ja, alles ist einfach riesig an dem Ding. Also schon allein, wenn ich hier das Magazin einsetze, in dem Magazin sind ja nur 6 Schuss drin. Mehr fasst das gar nicht. So, jetzt ist die Waffe schussbereit. Ich habe hier auch vorne eine eingebaute Sicherung. Ja, so, jetzt ist es gesichert. Und wie ihr seht, ist das Ding total riesig. Ist es sehr genau? Naja, in der 650 Joule-Version mit den Mini-Jägergeschossen, klar. Sehr, sehr genau, wegen des gezogenen Laufes. In dieser Version mit den Gummirundkugeln, naja, es sind Gummirundkugeln. Ich kann vielleicht schaffen, so einen Handteller große Scheibe zu treffen mit jedem Schuss. Aber mehr darf ich nicht hoffen. Es ist einfach, was das betrifft, ein sehr, sehr, sehr schlechtes, aber freies Luftgewehr. So, dann machen wir mal 6 Schuss auf die Scheibe. Schauen wir mal, wie viele davon treffen. Das Ding ist also mit 6,5 Kilo gut unterwegs. Aber es lässt sich ganz gut schießen, weil der Schwerpunkt natürlich so weit hinten liegt. Typisch Bullpup. Ne? Deswegen ist also das Gewicht gar nicht so ein Riesenproblem. Der war schon mal immerhin auf der Scheibe. Schon besser. Okay. Der war eindeutig zu hoch. Dafür war der zu tief. Sieht, das streut ordentlich. Okay. Ja, das waren meine 6 Schuss, wenn ich richtig mitgezählt habe. Tja, da waren jetzt
nur 3 Stück von auf der Scheibe, der Rest knapp vorbei. Das kann man natürlich ein bisschen optimieren, indem man länglichere Geschosse nimmt. Die gibt es ja auch mit dem Treibspiegel hinten dran. Dann schießt das natürlich ein bisschen präziser, weil dann die Züge zum Einsatz kommen. Bei einer Rundkugel aus Gummi machen natürlich diese Züge nicht besonders viel Sinn. Im Gegenteil, das fängt ja dann an, durch den Magnus-Effekt alle möglichen Streuungen zu entwickeln. Aber trotzdem, also ein bisschen was kann man rausholen, bloß kann man natürlich von Gummigeschossen und 7,5 Joule nicht wahnsinnig viel erwarten. Es ist einfach eine Fun-Waffe, der man nicht gut treffen kann. Also im Grunde genommen das schlechteste Luftgewehr, was der Markt je gesehen hat. Warum will die trotzdem jeder haben? Naja, das hängt natürlich mit der Zombie-Apokalypse zusammen. Das ist nämlich so. Unser Gesetzgeber hat bei der Verabschiedung des Waffengesetzes einen großen Patzer gemacht. Wie immer, wenn Trottel versuchen, Waffengesetze zu schreiben. Ich will nicht sagen, dass die Politiker Trottel sind, aber was sie da fabriziert haben, war in vielen, vielen Fällen sehr trottelig. Denn in diesem Machwerk, was ja nur eine dritte Änderung eines Waffengesetzes ist und noch dazu verschiedene Versionen vorher aufgetaucht sind, sodass das ein riesiges Stückwerk war, hat jeder die Übersicht verloren und man hat etwas ganz Entscheidendes vergessen. Nämlich eine Hürde vorzusehen für den Umbau von Waffen, die bis 7,5 Joule haben, in über 7,5 Joule. Also das ist so. Wenn ich eine unter 0,5 Joule Softwarewaffe habe, die auch ein 14-Jähriger haben darf, dann darf das nicht möglich sein, so steht es im Gesetz, mit haushaltsüblichen Werkzeugen, wie zum Beispiel Bohrmaschine und Schraubenzieher, das Ding in einen Zustand mit mehr als 0,5 Joule Energie zu verwandeln. Aber diese Hürde fehlt bei der Abgrenzung zwischen freien Luftgewehren, also bis 7,5 Joule, und erwerbsteinpflichtigen Luftgewehren über 7,5 Joule. Da sieht das Gesetz überhaupt nicht vor, welche Hürden da sein müssen. Es darf natürlich nicht möglich sein, das einfach mit einem Regler oder so zu machen. Aber wenn man die Waffe umbauen muss, dann ist es eigentlich egal, wie schwierig der Umbau ist. Und hier ist der Umbau halt sauleicht. Denn alles, was ich tun muss, ist, das Luftmagazin abzuschrauben. Das ist in der Regel nur handfest. Ich muss nur diese Schellen hier öffnen, dann kann ich das abschrauben. Und dann ist ja die Kompressionskammer frei zugänglich, die hier drin ist. Da ist ein riesiges Stück Plastik drin, was die Kompressionskammer von riesengroß in winzig klein reduziert. Und so reduziere ich dann die Luftmenge, die auf das Geschoss gelenkt wird. Und so, dass ich im Prinzip jetzt viele hundert Schuss mit 7,5 Joule machen kann. Wenn ich das rausnehme, habe ich halt viel weniger Schuss, aber dafür mit 650 Joule. Dann haut nämlich die volle Druckenergie auf diese riesigen Geschosse und das führt dann natürlich zu einem wahnsinnig anderen Ergebnis. Naja, und deswegen will jeder so ein Ding haben, weil man hat das für den Fall der Fälle. Sollte die Ordnung mal zusammenbrechen oder sollte man ins Ausland fahren, zum Beispiel in die Niederlande. Dann kann man diese Waffe mit wenigen Handgriffen von einem, sagen wir mal, ungefährlichen, relativ unbrauchbaren Luftgewehr in ein unfassbar starkes Luftgewehr, im Prinzip die stärkste mir bekannte Repetier-Luftdruckwaffe, die es überhaupt gibt auf der Welt, verwandeln. Deswegen will die jeder haben. Ich verstehe das. Wobei Spaß macht die natürlich trotzdem. Alleine schon, weil das halt so eine Challenge ist, mit dieser schweren Waffe irgendwas zu treffen. Bang. Ja. Bing. Also Spaß macht das schon. Und billig ist es natürlich dazu auch. Denn dieses Luftgewehr soll nicht mehr als 999 Euro kosten. Was für so eine Waffe gar nicht teuer ist. Und ich finde die auch richtig schön. Es ist zwar ein Riesenklopper, aber ein schöner Klopper. So, kommen wir jetzt von dem schlechtesten Luftgewehr der Welt, das jeder haben will, zum besten Luftgewehr der Welt, das jeder haben will. Die brandneue FX Airguns Dreamline Short in 177er 4,5 mm Kaliber mit F-Zeichen, also frei ab 18. Ganz neu, auch diese Waffe gibt es bisher nur 5 Exemplare, die wir der PTB vorstellen müssen. Aber ich glaube, dass das Ding einfach fantastisch ist. Hier mit dem großen FX-Scope. Ich finde immer große Scopes auf kurzen Waffen super. Die Waffe gefällt mir vor allen Dingen gut, wenn man das hier abmacht und das Tactical Kit dran macht. Denn dann kann man sogar den Hinterschaft in einen klappbaren Hinterschaft verwandeln. Und ich finde sie dann unfassbar sexy. Die ist natürlich federleicht, ist klar. Sie hat hier den Einfüllstutzen, genau wie die Challenger auch, kann ich die ja mit einer Handpumpe, mit einem Kompressor oder auch mit einer Flasche befüllen. Handpumpen gibt es schon ziemlich preiswert, so bei Amazon so ab 50 Euro ungefähr. Und Kompressoren, die liegen so mittlerweile so bei 250, 300 Euro. Sind natürlich viel komfortabler. Flaschen macht man eigentlich kaum noch. Also die wenigsten Leute mühen sich mit so einer schweren Pulle ab. Naja, okay, anyway. Das Ding, Magazin für 22 Schuss. Alles federleicht zu bedienen, made in Sweden. Fantastisch verarbeitet und hochpräzise.
Der kurze Lauf hier, der ist überhaupt nicht schlimm, weil in der 7,5 Schulausführung sind ehrlich gesagt die kurzen Läufe besser als die langen Läufe. Denn man braucht überhaupt nicht diesen langen Lauf für die Präzision. Selbst in vielen Matchwaffen werden heute viel kürzere Läufe eingesetzt. Das sieht dann zwar so aus, weil die noch einen Laufmantel drum haben, aber eigentlich braucht man auch für hohe Präzision bei der geringen Leistung keinen sehr langen Lauf. Das ist eigentlich alles, was man haben muss, um eine wirklich, wirklich präzise Luftdruckwaffe zu bekommen. Auch diese Waffe wird natürlich immer mit dem Export-Kit geliefert. Dann kriegt man aus diesem Diabolo immerhin 24 Joule und die Diabolos sind dann ganz, ganz haarscharf an der Schallgrenze. Wenn ein Diabolo schneller fliegt als der Schall, dann trifft er nicht mehr. Also von daher 24 Joule, aber sind hieraus schon der Hammer, weil das Ding dann so schnell ist. Das ist der absolute Hammer. Kann man dann halt auch richtig weite Entfernungen mitmachen. Aber wie gesagt, der Einbau des Export-Kits in Deutschland nicht zulässig ohne WBK, sondern das darf man dann nur im Ausland, zum Beispiel in Österreich, als auch zum Beispiel in den Niederlanden. Ich würde sagen, machen wir mal ein paar Schuss auf die Scheibe. Es ist jetzt ziemlich kalt mittlerweile und außerdem ganz schön dunkel, aber ich hoffe, dass es trotzdem noch ausreicht, um ein bisschen was zu treffen. Okay, schauen wir doch mal. Jetzt könnte ich die Waffe noch ein bisschen anders einschießen. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen weit rechts abgekommen, müsste ich vielleicht ein bisschen nachjustieren. Ich muss zugeben, ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit mit dem Einschießen verbracht, aber der Streukreis, glaube ich, spricht für sich. Tja, liebe Leute, die schlechteste und die beste Luftdruckwaffe, die man unbedingt haben muss. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube wirklich, man braucht sie beide. Die hier für die Zombie-Apokalypse und die hier einfach deswegen, weil es so eine super präzise, saugeile Schießmaschine ist. Und dabei dann auch noch so unglaublich sexy und so schmatzend verarbeitet. Made in Sweden halt, während das natürlich Made in China ist. Ansonsten für jeden anderen wünsche ich viel Spaß bei der Entscheidung, denn die fällt nicht leicht. Denn beide Waffen kosten dasselbe, 999 Euro. Und wenn alles gut geht, wenn die PTB das alles so absegnet, ich sehe da eine 50-50% Chance hierfür und eine 100% Chance hierfür. Dann werden wir die Waffen vermutlich im Sommer erstmals anbieten können. Vorbestellungen können wir aber wie immer erst annehmen, wenn sich zugelassene Waffen auf dem Schiff oder im Flugzeug befinden. Alles andere wäre einfach nicht seriös, weil wir wollen den Leuten ja nicht Geld abnehmen für irgendwas, was nur Paperware ist. Deswegen ist das hier nur eine erste Vorstellung und noch keine wirkliche Produktankündigung. Man darf gespannt sein. Ich jedenfalls finde beide Dinger super. Ich hoffe, das hat euch gefallen, denn das war's für heute. Thanks and bye bye.